Fortuna hat gegen den FC St. Pauli mit 1:3 verloren. Kein hilfreicher Umstand, steht die Fortuna im Saisonendspurt somit nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Wirklich verloren haben die Düsseldorfer aber in Sachen Kadertiefe. Mit Rufen Hennings, Adam Bozek und André Hoffmann fehlen der Fortuna im nächsten Spiel immens wichtige Säulen im Team. Hinzu kommt die Horrorverletzung von Kevin Akpoguma. Der Innenverteidiger brach sich nach 5 Minuten den ersten Halswirbel und wird noch Monate daran laborieren. Auch für seine Mannschaftskollegen ein echter Schock. Ich habe die Szene an sich nicht gesehen, es hat sich in meinem Rücken abgespielt, aber relativ schnell dann gemerkt, dass doch irgendwas Schwerwiegendes sein muss, weil Kevin eigentlich niemand ist, der irgendwie liegen bleibt, wenn er nicht wirklich Schmerzen hat. Und sein Gesichtsausdruck war dann schon so, dass ich wusste, dass da irgendwie was Schlimmeres sein muss. Und war kein schöner Anblick, weil der Junge wirklich Schmerzen hatte und irgendwo auch ein Stück weit Angst zu erkennen war in seinem Gesicht. Wir haben den Kevin sozusagen so noch nie gesehen, wie er da lag. Wir hoffen natürlich, dass er sich so schnell wie möglich erholt. Natürlich braucht er seine Zeit, aber wir wünschen ihm das Beste von der Mannschaft aus und werden die nächsten Spiele für ihn widmen auf jeden Fall. Dann hoffentlich mit besseren Ergebnissen als zuletzt. Denn gegen Dresden, Berlin und St. Pauli waren die Düsseldorfer über weite Strecken jeweils die dominierende Mannschaft mit genügend Chancen auf Tore. Gegen St. Pauli traf Verteidiger André Hoffmann zwar zum ersten Mal für Düsseldorf und das sogar in Unterzahl. Richtig freuen konnte er sich darüber im Zuge des Endergebnisses natürlich nicht. Ich glaube, wir sind mit der Unterzahl ganz gut umgegangen, sind sogar in Führung gegangen, haben 1-2 gute Möglichkeiten gehabt, die wir leider liegen lassen haben, sodass ich sagen kann, dass wir nach dem Platzverweis von Adam gut weitergespielt haben, wie das ganze Spiel eigentlich bis zum 2. Platzverweis, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft auch waren, obwohl Pauli auch immer wieder mal gefährlich war. Letztendlich haben wir wieder zu wenig draus gemacht und das ist das, was am Ende steht. Und mein Tor hin oder her, ich schieße lieber keins und hole am Ende Punkte. Von daher konnte ich mich da wirklich nur wenig drüber freuen. Zumal Hoffmann durch die rote Karte nach seiner Notbremse vor dem 1:2 gegen Hannover am kommenden Sonntag ausfällt. Ausgerechnet gegen seinen Leihverein. Das tut schon weh. Auf das Spiel habe ich mich natürlich besonders gefreut. Absolut gegen die alten Mannschaftskollegen in der Stadt, in der ich 4 Jahre gespielt habe, unheimlich erfolgreiche Zeit auch hatte, zu Beginn vor allem. Und es ist schon, tut schon weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich auf dieses Spiel sehr, sehr gefreut, aber gut, ich kann es nicht ändern und hoffe, dass die Mannschaft das Bestmögliche mit nach Hause nimmt. Nicht helfen wird dabei Kaan Ayhan. Der Fortuna ist aufgrund von unsportlichem Verhalten im Spiel gegen den FC St. Pauli nachträglich vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe und 3 Spielen Sperre verdonnert worden und kann somit erst wieder im letzten Saisonspiel gegen Aue eingreifen. Seine Lücke im Mittelfeld werden wohl Christian Gartner und Marcel Sobotka füllen. Immerhin wird mit Robin Bormuth wahrscheinlich ein Leistungsträger zurückkehren, der gegen Hannover ein Debakel wie beim 1:6 im DFB-Pokal verhindern soll. Stürmen wird wohl wieder Özkan Yildirim, der in der Löwenaufgabe auch eine Chance sieht. Das kann natürlich sein, wenn ein Gegner mitspielt, ist es natürlich umso schöner. Wie Sie es schon selber gesagt haben, entstehen dadurch Räume und vielleicht dadurch auch noch mehr Chancen für uns. Wir spielen unser Fußball weiter, wir geben weiter an Gas und es ist alles möglich. Also, man hat gesehen, dass auch Aue ein 2:2 holen kann gegen Hannover und ich denke mal, wir sind fußballerisch besser als Aue. Diesen Worten sollten dann auch Taten folgen. Auch wenn das in Hannover ohne Ayhan und Co. mehr als schwierig sein wird, so sollte man im Fußball bekanntlich niemals nie sagen.